Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Wie geht eigentlich Musik? Ich war mal wieder unterwegs in Kommentaren von euch auf Twitter, Facebook, YouTube, Instagram und habe festgestellt, dass ein Genre sich mehr gewünscht wird als die anderen. Und dieses Genre heißt Jazz. Was ist also Jazz? Jazz ist im Prinzip eine in der letzten Jahrhundertwende entstandene weitere Musikrichtung, die hauptsächlich von Afroamerikanern praktiziert wurde und somit ein weiterer Dorn im Ohr der Weißen. Jazz geht hervor aus den bereits uns bekannten Genres Blues, Worksongs und und weil Jazz ähnlich wie Metal zigtausende Kategorien hat, die man unmöglich in einem Video abarbeiten könnte, habe ich mich clevererweise dafür entschieden, nur eines unter Milliarden Jazz-Untergenres heute mal unter die Lupe zu nehmen, und es ist Cool Jazz. Das passt aber leider nicht zu dem Stück, was ich rausgesucht habe, denn obwohl es ein Jazz-Standard ist, ist There Will Never Be Another You eigentlich ein Popsong. Aber wie das so ist mit Jazz-Standards, man kann sie in alle möglichen Gewänder reinzwängen und es bleibt eigentlich immer der gleiche Song. Denn beim Jazz gibt es eine wichtige Grundregel. Zuerst spielt man das Thema zweimal und nachdem man sich das angehört hat und quasi fast schon mitsingen kann, kommt der spaßigste Teil am Jazz, nämlich die Improvisation. Hier können alle Musiker zeigen, was sie so drauf haben und können nacheinander ein Solo spielen. Also vor der Trompete, Saxophon, Klavier, Bass, Schlagzeug, jeder darf mal dran, vielleicht ein Gitarrist. Und dann kommt wieder zweimal das Thema. Das machen wir hier heute nicht. Ich will euch nur mal ganz schnell zeigen, wie der Rhythmus so ist und was man da so spielen muss und können kann oder sollte. Und dann geht's auch schon los. Starten wir also mit dem rhythmischen Grundgerüst. Dem Schlagzeug. Das Schlagzeug hat keine besonders große Aufgabe. Hier geht's eigentlich nur darum, den Rhythmus zu klopfen. Und zwar 1, 2, 3, 4 auf dem Right-Becken. Das ist das große Becken von den vielleicht 2 oder 3, die da hängen. Und da es geht einfach nur, ne, und auf 2 und 4 kommt in die geschlossene Halt. Aber mit dem Fuß. Also man so, die Becken aufeinander. Oh, ihr habt es vielleicht gehört, hin und wieder kommt mal eine Snare, aber auch nur auf die, also dazwischen, so zwischen die Schläge, in den Offbeat hinein. Es ist nichts leichter als das. Und natürlich wird swingig gespielt, also das ist ja wohl vollkommen klar. Ich habe mich immer noch nicht richtig entscheiden können, was ich euch jetzt zuerst zeige, das Klavier oder den Bass. Ich glaube, zuerst den Bass. Er spielt nämlich die Skalentöne und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber Jazzmusiker. Der ausgefuchste Jazzbassist spielt nämlich den sogenannten Walking Bass. Was ist ein Walking Bass? Der Begriff leitet sich zum einen von der Fingerbewegung ab, die so geht. Geht. Und zweitens von dem Feeling, was er so hat. Er so, der geht einfach durch und der hört nicht mehr auf. Ich glaube, das ist falsch. Aber egal, hier ist unserer. Im Jazz wird übrigens auch nach Noten gespielt. Und das sieht dann so aus. Hier steht jetzt eigentlich nur die Melodie drauf und die Akkordsymbole. Der Rest, das ergibt sich schon. Meistens spielt der Typ am Piano nur die Melodie mit der rechten Hand, und mit der linken Hand greift er sogenannte Voicing. Das sind Akkorde mit so speziellen Tönen, die sehr viel Farbe in einen Klang reinbringen, die das Ganze so jazzig machen. Man könnte jetzt natürlich noch etwas Gebläse, wie zum Beispiel ein Saxophon oder eine Trompete, eine Posaune, was gerade da ist, zum Spielen benutzen. Oder sogar jemanden singen lassen. Aber ich kann keine Blasinstrumente spielen. Aber ich kenne jemanden, der Jazz singt. Und wer eignet sich dafür eigentlich nicht besser als There will be many other nights like this. And I'll be standing here with someone new. Another spring, but there will never be another you. There may be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours.
Dankeschön, Marie Meinberg, für diese wundervolle Performance. Apropos wundervoll, ihr könnt noch andere Videos jetzt angucken von mir oder solche, die in der Location auch gedreht wurden, wo wir gerade saßen. Das ist nämlich bei Bongo Boulevard. Da könnt ihr Sachen klicken. Also hier, Videos könnt ihr gucken und abonnieren. Ich bin immer... Jazz macht aber auch Spaß. Lalalala.